Ich gratuliere der Kornbrennerei Rosche sehr herzlich zum 225. Jubiläum. Das ist wirklich eine stolze Leistung, über so viele Generationen hinweg einen Familienbetrieb mit einem so hervorragenden Produkt aufrechtzuerhalten. Und was soll man wünschen zum 225. Geburtstag? Vielleicht, das kann doch höchstens Halbzeitpause gewesen sein. Alles Gute also und noch viele gute Jahre. Und das weiß ich nun aus eigener Erfahrung, das ist wirklich lecker und bekömmlich, selbstverständlich immer nur in Maßen genossen. Ich gratuliere der Kornbrennerei Rosche sehr herzlich zum 225. Jubiläum. Das ist wirklich eine stolze Leistung, über so viele Generationen hinweg einen Familienbetrieb mit einem so hervorragenden Produkt aufrechtzuerhalten. Und das weiß ich nun aus eigener Erfahrung, das ist wirklich lecker und bekömmlich, selbstverständlich immer nur in Maßen genossen. Und was soll man wünschen zum 225. Geburtstag? Vielleicht, das kann doch höchstens Halbzeitpause gewesen sein. Alles Gute also und noch viele gute Jahre.